Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Gran Turismo 7 TV. Ja, ich hatte es ja euch schon angedroht, es fehlt ja noch der Audi in meiner Sammlung zum Fahren. Die Vision Autos, da fehlt mir ja noch der Audi. Und dann haben wir ja alle deutschen Marken, glaube ich, schon so durch. Ist so die Frage, welches fahren wir denn mal? Monza bin ich ja zuletzt gefahren. Da bin ich ja mit dem BMW gefahren. Da bin ich ja nur knapp an den ersten beiden gescheitert, die ja mal richtig einen weggefetzt haben. Wo fahren wir denn mal? Ach komm, wir nehmen Interlagos. Das muss sein. Und dann gucken wir mal, wo wir einen Audi haben. Hier haben wir ja schon einen Audi. Den Audi e-tron VGT. Okay, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir hier denn noch Schönes? Da haben wir einen Porsche. Diese Porsche kann man ja nicht auch noch mal nehmen. Ferrari habe ich hier auch noch. Ja, dann halt eben die üblichen Verdächtigen, die Tomahawks, dürfen ja auch nicht fehlen. Ja, so einige VGTs. Den hier bin ich auch noch nicht gefahren. Den werde ich dann auch noch mal in ein, werde ich dann im nächsten Video fahren. Muss ich mal gucken, ich weiß noch nicht, welche Strecke, aber den werde ich dann wohl als nächstes oder übernächstes fahren, weil ich sehe gerade, hier ist ja auch noch Porsche. Ist ja auch noch German. Stimmt, ich habe den Porsche vergessen. Oh, wie kann ich nur? Oh, böser Junge. Ja, aber jetzt dreht sich das erstmal um Audi. Wobei ich sehe, Vision. Gibt es irgendwie nur ein Audi? Hä? Dann haben wir hier Peugeot, Hyundai, McLaren. Ach, McLaren VGT Gruppe 1. Ach, da sieht man es auch an der KW-Zahl. Okay. Ist auch unterschiedlich. Da haben wir noch einen Audi. Der ist zwar leichter, aber der ist langsamer in der KW-Zahl. Okay. Sonst ist hier nichts mit Audi. Was? Nur zwei Audis? Okay. Ja, wobei ich sagen muss, wir haben auch, glaube ich, nur ein BMW hier drin. Dafür haben wir für den VGT hier, für den VW GTI. Dann habe ich zwei Autos. Da habe ich auch noch so ein offenes Auto. Wo war der denn? Ich glaube, der war hier unten irgendwo. Daher, hier ist er. Da habe ich den GTI Roadster. 411 kW. Bei 1,2 Tonnen. Ist genau das gleiche. Super. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir einfach mal dieses hübsche Vehikel hier. So. Moment, was habe ich für Reifen drauf? Rennreifen Mittel. Ach komm, das lassen wir mal drauf. Oh. Was fahren da für Autos mit? Ja, okay, die üblichen Verdächtigen wahrscheinlich. Auch wieder hier, der Peugeot ist, fährt auch wieder mit. Ja gut, dann würde ich sagen, dann starten wir mal die ganze Sülze. 7 Runden. Autodromo de Interlagos. Wer kennt sie nicht? Die Formel 1 Strecke. Ja, Formel 1 auch wieder erfolgreich angefangen. Mit einem phänomenalen Doppelsieg von Red Bull und natürlich allen voran Max Verstappen, der mal wieder das Maß aller Dinge ist. Aber na gut. Wenn ich schon, der sieht wie die Langpfeffer, ne? Alter, ja gut. Auf den Geraden mögen wieder bestimmt wieder welche schneller sein als ich. Okay, dann starten wir hier mal in die ganze Szenerie rein. Mal eben gucken. Nein, das will ich nicht. Ich will nochmal schnell die Autos gucken. Na. Wo sind die Autos? Okay. Ich könnte vielleicht gut abschneiden. Mal gucken. Okay, dann hat das eine Endings hier. Ja, cool. Ach, das ist ein E-Auto. Ach so. Ich kann schon mal abziehen. Okay, das ist schon mal schön.
Wagen kann ihn da abziehen. Aber kann ich mich hier jetzt vorbeibremsen? Mal gucken. Schönes Ding. Noch ist alles ganz entspannt hier mit dem Audi. Mal gucken, für wie lange. Alter, Maga, der geht ja richtig ab wie ein Zäpfchen, Alter. Oh, Maga, Alter. Boah. Also ungewohnt, kein Motorsound, Alter. Das ist so ungewohnt. Maga, mit dem BMW muss ich richtig kämpfen. Und jetzt hier mit dem Audi kann ich hier richtig einen abknistern. Gut, ich werde auch nochmal den anderen Audi nehmen. Na komm, 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 komm. Sehr schön. Ui, oh, oh, oh nein! Ja, eins vorweg, ihr müsst echt entschuldigen, dass von Gran Turismo momentan echt wenig online kommt. Ich weiß, ihr geiert so ein bisschen auf Gran Turismo, aber ich bin momentan voll in diesem Rallye-Fieber drin. Jetzt, wo ich da in diesem Rallye-Club mitfahre, bin ich voll im Rallye-Hype. Und ich bin eigentlich immer nur am Rallye fahren. Aber was heißt fahren? Ich bin da mehr ja, da so am Trainieren. Dass ich da wenigstens mit den Jungs und einigermaßen mithalten kann. Dass ich die dann doch mal irgendwie ärgern kann vielleicht. Und ja, deswegen kommt auch momentan von Gran Turismo gerade ein bisschen wenig rüber von mir. Müsst ihr entschuldigen. Wenn ihr auch so ein bisschen Bock habt auf Rally, könnt ihr ja mal in dieses, ich habe da extra, extra eine Playlist angefertigt. Was ist denn hier los, Mann? Ich habe da extra eine Playlist angefertigt, wo ich explizit nur die Club-Events reinmache. Das ist einmal in der Woche. Und ja. Nach über 20 Jahren mal wieder Rallye. Ist natürlich klar, hat sich so einiges verändert. Boah, ist das geil, ey. Ich wundere mich, warum ich hier so Punkte auf dem hier im Bildschirm habe. Da fällt mir auf, das ist gar nicht im Spiel, das ist auf dem Fernseher. Haben wir die Fliegen auf dem Fernseher geschissen. Das ist geil. Schon wird es ein bisschen wärmer. Die Fliegen sich erstmal überall hin, oh, das ist voll kack. Heißt es ja wieder Fernseher putzen. Nee, aber momentan bin ich voll im Rallye-Hype. Ich da
Warum kommt hier oft von Gran Turismo so wenig zustande, sag ich mal? Also ich kann mit dem hier nicht gleich auf Vollmöhre gehen. Ich muss den echt rumfahren lassen. Weil der gibt mir so viel Power damit einmal, dass ich hier gar nicht... Wie so ein Zäpfchen, ey, Alter. Ja. Also mit Rally, das wird sich jetzt auch noch ein bisschen hinziehen. War das so ein Club-Event? 16 Events sind das. Und jede Woche gibt es eins. Also sind es denn insgesamt 16 Wochen. Ich versuche da natürlich... Gran Turismo weiterzufahren, gar keine Frage. Die Laptime-Challenges und die Weekly-Challenge, sofern sie denn mal wieder eingestellt werden, werden dann auf jeden Fall gecruised. Die letzte Laptime-Challenge habe ich ja schon gefahren. Kann auch sein, dass ich mich in der Laptime-Challenge nicht verbessere, weil ich mehr hier in diesem Ready-Krams unterwegs bin. Sorry dafür. Ja, falls du neu auf dem Kanal bist und dir das alles so gefällt, was du hier siehst, lass doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Oder was natürlich am besten wäre, ein Abo. Zum einen komme ich denn, wenn du ein Abo da lässt, mein Ziel von 100 Abos ein bisschen näher. Und dann gehörst du auch zu der Familie, wo du denn immer up to date bist, was Videos betrifft, wenn ich welche hochlade. Ja, das wäre natürlich dann auch schön. So, das muss ja auch noch mal eben gesagt werden. Man muss sich ja so ein bisschen präsentieren. Wie gesagt, ich bin jetzt mal auf Freitag gespannt. Auf diesen Freitag, ob jetzt denn wirklich die neuen Weekly Challenges da oder die Wochenaufgaben wieder reinkommen, weil ich habe hier so gesehen nichts gesehen, was Wochenaufgaben betrifft. Also ich gehe mal davon aus, dass es denn wohl erst diese Woche wieder. So, dann sind wir auch schon in der letzten Runde. Dann lasse ich euch mal so ein bisschen alleine.
Ja, das war denn einmal wieder ein Vision Gran Turismo Autodromo de Interlagos in Brasilien. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, war der Motorsound. Vielleicht ist das ja bei dem anderen Audi anders. Den werde ich natürlich dann auch nochmal fahren. Also ein bisschen Sound muss ja sein, ne? Ja. Na gut. Gut, dann soll es das gewesen sein. Mal wieder ein kleines, hübsches, schnuckeliges Gran Turismo-Video. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich habe die vom neuesten Update habe ich die Events noch nicht gefahren. Wie ihr sehen könnt, mal gucken, werde ich denn auch noch nachholen. Hier auch mal den Sunday Cup, denn den Clubman Cup 550, Clubman Cup 600. Die halt mit dem neuesten Update dahin zugekommen sind. Ich bin hier noch gar nicht gefahren. Ich warte jetzt eigentlich auf die Weekly Challenge. Boah, gucken wir mal. Vielleicht kommt das ja diesen Freitag rein. Wir können hier noch mal in die Laptime reingucken. Gucken wir mal, was da jetzt dann noch so abgeht. Vielleicht haben sie mich ja rausgekegelt. Ich bin immer noch auf Gold. Das geht noch einen Tag. Dann kommt hier wieder was Neues. Ja, da bin ich erstmal bravourös Erster mit 1,19,6 und einer 1,20,2 muss man erreichen für Gold. Also da bin ich ja locker drin. Wie ist das hier? Ja, da bin ich auch noch locker drinne. Haben sich, wie es aussieht, leicht verbessert, glaube ich. Sehe ich das richtig? Ja, aber ich habe ja immer noch 4 Zehntel Vorsprung. Hier werde ich jetzt erstmal nichts Neues fahren, also hier werde ich nichts Neues probieren. 4 Zehntel Vorsprung, gerade weil es bei der Strecke auch, glaube ich, jetzt nicht mehr viel rauszuholen ist. Ich denke mal 1,44,7 wird vielleicht noch drin sein, dass da einer wohl noch da irgendwie einen halben Zehntel oder ein Zehntel findet. Und dann sollte es das eigentlich auch gewesen sein. Also hier sollte ich eigentlich auch, wenn nichts Gravierendes mehr passiert in den 8 Tagen, Gold behalten. Oh. Ich lasse das jetzt erstmal so. Ich sag mal, wenn es denn kurz vor knapp ist, dann werde ich mein Glück hier nochmal probieren. Ansonsten war es das erstmal so von diesem Video oder für dieses Video. Ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns in einem neuen nächsten Video. Alles klar, bis dann, ciao, ciao.